Guten Morgen, moin moin liebe Leute, seid gegrüßt, neue Runde hier vom LS22 Wild West Project live auf Twitch. Guten Morgen, moin moin, jetzt auch gleich live auf Kick, zumindest starte ich mal den Stream, dann natürlich den guten Morgen. So, was machen wir Schönes? Mal gucken, ne? Feldvergrößerung und so weiter und so fort. Ich glaube, damit starten wir mal, ne? Ich möchte auch eigentlich den Januar möglichst schnell denn durchspulen. Ich gucke gerade oben links nochmal, was die Produktion angeht. Da ist bis auf diese frische Luzerne, ist da nicht viel zu holen, ne? So, mal gucken. Funktioniert Farm-Sim-Stick heute? Oh, hört sich gut aus. Oder auch nicht, weil ich... Weil ich den auf längsten zurückgesetzt habe, weil ich immer noch das Problem habe mit diesem kleinen Penibbel da oben. Graf Henry, guten Morgen. Falk, guten Morgen. Und Mike, guten Morgen. Ne? Vielen Dank fürs Reinschalten. Schon mal in die Einstellung reingucken. Ich hatte schon Tempomat vor da drauf. Was ist denn Tempomat normalerweise? Taste 3 bei Fahrzeugen. Da muss ja schon zu weit sein, ne? Fahrzeug. Hier muss es doch eigentlich sein irgendwo. Ganz normale Standardlenkung. Noch 1, 2, 3. Aber mal, da ist er doch. Hier oben. Fahrzeug fahren. Hier drauf. Also geht das nicht? Was ist das denn schon wieder für ein Quatsch? Guten Morgen, Blue Forest. Moin, von Handy auf Arbeit. Okay. Dann lass dich mal nicht zu sehr von der Arbeit ablenken. Was ist der falsche, oder was? Format. Tempomat erhöhen. Achso, Tempomat verringern, Tempomat erhöhen. Das macht natürlich keinen Sinn. Tempomat aktivieren, das ist der doch. Geht heute nicht mehr. Alter, ist ja geil. Das funktioniert. Leute, das was immer so schön funktioniert hat hier mit dem Farm-Sim-Stick. Nach dem Motto, jo, das funktioniert auch weiterhin, aber irgendwie hat er den Tempomat nicht mehr. Warum macht er den Tempomat nicht mehr? Denn da falsch drin? Verstehe ich nicht. Tempomat aktivieren. Gamepad. Denn hier für ein komisches Thrustmaster? So, das ist das Lenkradding. Da brauche ich nichts. Nehmen das erstmal raus. Nehmen den auch erstmal raus. Vielleicht halte ich jetzt die Doppelbelegung drauf. Auf Steuerung speichern habe ich nicht gedrückt. Vielen Dank. Vielen Dank. Hochkomplizierte Geschichte. Mike, vielen Dank. Kann so einfach sein. Warum sie trotzdem nicht weiß, warum es vorher nicht ging, aber egal. Vielen, vielen Dank. Die Rettung des Tages. Jetzt werde ich gleich wieder Feierabend gemacht. Vorsicht, Vorsicht. Guten Morgen.
finde das Bild vom Hackschnitzler nicht. Nö, ist das gleiche, ne? Nimm das von den Rüben oder von dem Komposter. Das ist einfach nur eine andere Farbe, deswegen habe ich kein neues Bild dafür gemacht. Das erkennt man eben meistens nicht. Also ich meine, gut, wenn man es in Vollbildschirmen spielt, dann erkennt man vielleicht eine unterschiedliche Farbe von dem Potter, von dem, wo sich Hackschnitzel sammelt oder Kompost sammelt oder halt Zucker, Rübenschnitzel sammelt. Aber ja, im Fenstermodus, so wie bei mir, sehe ich es nicht. Ah, ja, gerne. Mal fleißig überarbeiten der Produktionsübersicht. Ja, ansonsten hättest du einfach den Holzhacker XML-Datei, du hast ja eh das entpackt, glaube ich, ne, um die Fotos und so da rauszuziehen. Einfach die Holzhacker XML und was weiß ich, an dritter oder vierter Reihe steht immer der Store-Eintrag. Und der Store-Eintrag ist halt immer der Verweis aufs Foto. Da wird wahrscheinlich Kompost oder Rübenschnitz. Ich weiß es selbst. Keine Ahnung. Ich glaube auch, sind die anderen nicht auch schon gleich? Oder habe ich die damals geändert? Weiß ich nicht mehr. So, das Feld ist gleich vergrößert. Dann müssen wir das natürlich rundherum theoretisch noch kalken. Und ich glaube, auf das Feld hatten wir Luzerne angedacht, ne? Ist unser Grasfeld, das ist Luzerne. Ja, wenn wir das auch nochmal Luzerne machen, sollten wir genug haben. Wobei, ich weiß es nicht genau, ne? Also die XL-Futterfabrik, die auch schon und für die Pellets brauchen wir auch, also schon nicht wenig, was wir da verballern. Guten Morgen. Ich denke, dass wir heute dann auch das nächste Feld kaufen. Dann haben wir das große Rapsfeld im Bestand. Dann kann man da auch nochmal schauen, was los ist. Ne? Sachen düngen, kalken, mal schauen. Die Seite hatten wir schon fertig. Oder ist das Feld fertig vorbereitet? Was Pflügen angeht. Wir müssen uns Bodenproben kaufen, ne? Den Rübenschnitz habe ich ein eigenes gemacht. So, und für den Komposter auch. Und die sehen nicht gleich aus. Ja, nicht unbedingt nötig. Gut. Funktioniert doch hervorragend. So. Ja, dieses kleine komische Feld hier nebenan, weiß ich noch gar nicht. Da irgendwie wollten wir demnächst noch Produktion kaufen, ne? Aber hier ist ja Futterfabrik und Dings, das ist ja schon mal schick, auch hier mit dem alles da, ist alles schick. Und hier drüben haben wir die Pellets. Die Zucker passt da nicht mehr hin, ne? Naja, also Zucker wollte ich entweder hier noch zwischensetzen, glaube ich, ne? Hier habe ich das Sägewerk reingesetzt. Dann kommen wir ja schon bald, das ist ja dann auch bald schon das Ende an der Produktion. Das ist ja eigentlich alles nur, was man irgendwie jetzt hier für die Tierversorgung braucht. Weil ich will hier keinen Fischfutter nachher herstellen oder irgendwie sowas, ne? So weit wird es hier nicht kommen. Es geht eigentlich nur um Tierfuttergeschichte und dann die Zulieferungsgeschichte für die Tierfutter. Hier würde Zucker sehr gut reinpassen, tatsächlich. Ganz entspannt. Und hierfür ist es ein ganz bisschen zu breit. Na klar, auf das Feld wird es auch aufpassen, aber dann hätten wir das Feld verschenkt. Weil Feld ist eh nicht besonders groß, ne? Also.
Wir müssen hier raufpassen. Aber vielleicht macht man da denn eher noch so gerade hier, weil die Felder, die sollten wir ja auch in naher Zukunft irgendwie kaufen, ne? Also hier könnte man vielleicht tatsächlich noch mal überlegen, noch ein weiteres Grasfeld denn draus zu machen. Ist das schon die 18 oder was? Das glaube ich schon die, ne? Die wir sowieso auch kaufen wollten, ja genau. Aber die möchte ich dann nicht umreißen. Also ein Gerstefeld würde ich tatsächlich jetzt nicht umreißen wollen. Oben bei Gerste, wenn wir das Feld kaufen, dann ernten wir die Gerste, haben wir mehr als genug Stroh. Wir machen da jetzt nicht Rüben und draus, weil dann müssen wir uns noch eine andere Rübengeschichte überlegen. Oder Feld 10 wird jetzt halt Rübe. Dann werden wir sagen, haben wir zu wenig Luzerne, ne? Also wir brauchen irgendwie noch so ein, so wie Feld 5 zum Beispiel, wo bisher nur Unkraut drauf ist. Das wären 26 Hektar. Das reicht ja an Zuckerrüben, ne? 26 Hektar. Aha, okay. Das ist eine gute Map? Ja, geht. Also doch, macht schon Spaß, wenn man natürlich übertriebenes XXL spielen möchte. Mit ein bisschen Produktion. Alles noch ein bisschen größer als sowieso auf der Vierfachmarsch schon, ist das hier eine ganz, ganz solide Karte, würde ich behaupten. Hm. 54 ist ein bisschen groß. Was ist das denn eigentlich? 1,5 Millionen? Das ist deutlich zu groß. Das kostet sogar nur 600.000. Und das hier ist natürlich, das hat nur 2 Hektar, das ist irgendwie nichts. Hier noch so ein langgezogenes 22 Hektar Feld. Wobei, das kann man tatsächlich nicht wirklich groß vergrößern, weil es am Wasser ist. Was sagt man hier so auf der Karte, ne? Wollen wir schon mal nach vor Ort gucken. Was wäre denn ja, weil da... Achso, warte, ne, hier passt sogar nicht hin. Also ein Streifen breiter kann man deinen Spaß ja auch machen. Man ist ziemlich lang gezogen und dann macht dieser Streifen natürlich schon ein bisschen was aus. Aber ich hatte diesen Multisave-Autosave 10 Minuten Mod mal rausgenommen, weil er ist nicht Multiplayer-fähig. Hier noch Ball Sales. Hier war ich auch noch nie, glaube ich. Ja, 12 ist zu groß für Luzern oder sowas, finde ich. Da wollte ich ja am meisten, meine ich, drauf anpflanzen. Ne? Was mit der 49? Also vielleicht kaufen wir erstmal heute die 16. Dann haben wir da an der Seite so viele Bäume, die wir alle wegnehmen können. Und mit dem Verkauf von den ganzen Bäumen können wir wahrscheinlich das nächste Feld kaufen. Immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. So eine never ending Story. So. Ich wollte jetzt erstmal noch einen Kalkstreuer, glaube ich, auf die Bahn schicken. Brauche ich natürlich noch, ne, diese Selbstversorgungsschiene. Aber Kalk und so, das werden wir dauerhaft selber einkaufen. Ein Kalk aus Wasser könnte man ja machen eigentlich, ne? Für Kalkproduktion. Kalk aus Wasser. Oder kommt insgesamt denn nicht genug bei rum? Steine wären auch eine Variante, aber Steine sind auf dieser Karte relativ wenig. Ob ich nachher das Kieswerk ins Spiel? Kieswerk, nee. Dann brauchen wir dies wieder. Obwohl, das brauche ich gar nicht so viel. Das brauche ich nur Diesel. Dann brauchen wir eine Raffinerie. Und. Das artet schon wieder aus. So, wollen wir gleich mal gucken. Dass wir das geschickt so einstellen, wie es sein muss. Was ist hier noch? Hof Kalkladen. Und Feld 10, glaube ich, fangen wir an.
Dann möchte ich diesen Weg immer noch mal weiter durchziehen und dann wollen wir hier noch die zwei Hühnerställe haben. Dann können die, oder so mindestens zwei, ne? Wir können die natürlich schon kaufen und hinstellen, aber es bringt uns nichts, weil wir aktuell kein Futter für die Tiere hätten. Ja, wie immer, das machen wir ja, am besten auch gleich noch, ne? Ja, müssen wir alles einmal schnell weglöschen. Ist ja nix. Und hier sehe ich auch gerade, habe ich nicht sauber gepflügt. Hier ist noch Reihe übrig. Also Reihe übrig ist übertrieben, aber hier ist noch ein bisschen was. Müssen wir gleich mal gucken. Hier müsste es gehen, ne? Zack, zack, zack. Ja, grundsätzlich ist ja nicht verkehrt, dass man hier irgendwo anschließt dann. Ich muss halt dann wieder einmal rundherum ums Feld fahren, ne? Und dann wieder die Idee. Das war mit rechter Maustaste drauf zu drücken, oder? Ja, dann rasen wir jetzt einmal rum. Ist natürlich mit dem Trecker jetzt nicht die schnellste Variante. So ein bisschen Angst, dass der gleich ausschert hier irgendwie wegen dem schweren Anhänger hinten dran. Wahnsinn, ich bin mittlerweile bei 70 Seiten angekommen. Das ist echt viel Produktion gemordet, echt, ne? Aber du auch viel Arbeit gehabt mit der Produktionsinfo da. Aber gut, es ist natürlich über Jahre jetzt auch gewachsen, ne? Jetzt haben wir ja bald Dreijähriges, so nach dem Motto. Aber schon natürlich schön ziemlich komplex, das Ganze. Was denn schon? Was hast du denn hier? Hm? Schon wieder? Na. Jetzt? Wieder. Wollen wir arbeiten heute Nachmittag? Shelly dreht gerade ein bisschen frei, hat aber gar nicht irgendwie Alkohol getrunken auf der Arbeit. Bei dem Wochenende um 10:30, ne? Danke dir, Herr Forrest. Urlauber heute. An die Überstunden freimachen, ne?
Nicht zu schnell fahren, dann kommt er ab von der Strecke. Hier liegen noch so vereinzelte kleine Holzstücke, aber... Sollten wir hier mal die Feldposition machen? Weil hier diese ganzen Wege sind. Oder sollte ich hier einfach nur so aufs Feld rauffahren? Muss auch irgendwo runter vom Feld. War das dann oben? Ja, viel Spaß. Uns ist tatsächlich trocken seit heute Morgen. Heute Nacht hat es aber ordentlich geregnet. Stimmt, hier war die Feldabfahrt. Ich weiß nicht, wie die Katze immer versucht zu miauen, aber die Katze kann irgendwie nicht miauen. Hatte ich ja Abfahrten gemacht. Ich hatte mehrere Abfahrten teilweise gemacht, um Fahrzeuge manchmal schneller wieder auf grün zu schicken. Wenn man jetzt sozusagen von hier auf die Linie, dann ne, würden die von hier ja auch das Feld schon verlassen. Aber wie bin ich denn noch aufs Feld raufgekommen? Habe ich nicht dann noch irgendwie so einen Seitenteil gemacht? Also von wegen irgendwie jetzt hier so ein Ding. Dann irgendwie so. Feld 10. So, jetzt gleich hin und zum Anfeuern oder was? So, wieso sitzt er noch mit Jacke? Shelly ist verwirrt. So. Ja. Dann müssen wir jetzt erstmal hier vorne nochmal zu Ende flügen. Nicht einfach alles flügen sollte, damit es den gleichen Status hat. Ich glaube, das ist besser. Das muss eigentlich ein Schnellhelfer machen können. Dann warten wir noch ein bisschen mit dem Kalken, um leicht andere Sachen zu tun in der Zwischenzeit. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss.